Ich finde das super. Ich muss sagen, ich finde das super. Ich kann jetzt eigentlich überhaupt nicht meckern. Hey, mir fehlen Schulterplatten, oder? Mir fehlen Schulterplatten. Du hast keine Schulterplatten mehr. Das sind jetzt meine. Ja, also die dunkle Bruderschaft gibt's auch in Morrowind mit dem Tribunal Add-on. Sieht ein wenig anders aus als in den anderen Morrowind-Teilen. Was? Ich bin immer noch im Kampf? Glimmläufer? Nein. Okay. Gut. Ja. Ich würde aber immer noch gern rasten, ne? Also. Ja, Musik ist weg. Kampf ist nicht weg. Na, neue Musik ist da. Das ist wunderbar. Ah, okay. Nee, aber wir haben... bla, genau. Genau, den müssen wir jetzt in der Wache melden. Die schickt uns dann zu einem anderen Typen. Und wenn wir mit dem reden, dann haben wir keine Assassinen mehr am Leib. Das werde ich also schnellstmöglich unternehmen. Bevor wir das allerdings tun werden, werden wir wieder in einen Kampf verwickelt durch jemand Unsichtbares anscheinend. Es sei denn, der schöne Assassine von da hinten ist immer noch auf mich böse. Bitte sag mir, dass das nicht der Realität entspricht. Doch. Ja, habt ihr gedacht, der wäre jetzt weg? Nee, ich meinte das schon ernst, als ich gesagt habe. Hier. Das ganze Gebiet wird nachher voll sein von den Typen. Ach du Scheiße. Gut, das können wir fürs Erste, glaube ich, vergessen. Ich hätte mir einen Markierenzauber besorgen sollen. Toll. Naja, jetzt weiß ich ja, wo der Ort ist. Ja. Naja, der ist ja direkt hier vorne, ne? Ist ja hier vorne, ist ja direkt Caldera. Sogar direkt hier vorne. Das ist schön. Dann werde ich nämlich jetzt sofort zu dem Typen mal gehen und diese Quest hier später unternehmen. Wenn ich in der Lage bin, drei Typen auf einmal zu erledigen. Das ist momentan leider noch nicht so. Oh, bevor wir das machen, Kriecher. Kriecher, ich habe Dinge für dich. Kriecher, wie geht es dich? Lieber Herr Kriecher, hast du eigentlich zufällig... Nein, hast du nicht. Das ist schade. Ich wollte gucken, ob er Genesungstränke hat. Nun ja, genau. Weiß. Ich habe die Dinge jetzt... Ich habe jetzt 30 Kilo mit mir rumgeschleppt. Kauf diese verdammten Erze! Ich hasse dich. Okay, Kriecher kauft keine... Zutaten. Warum auch immer Ebenerz eine Zutat ist... Weiß ich nicht, was ich jetzt nochmal testen möchte. Wenn das klappt. Man kann rohes Erz essen. Man kann Erz essen. Ich wiederhole es gerne noch einmal. Man kann Erz essen. Was willst du? Okay. Wir werden einfach mal so tun, als wäre nichts geschehen. Warte mal, das heißt ja jetzt... Ich hab nix!
Du Schwein, ich habe jetzt nichts mehr. Okay, ich gebe dir ein paar Schmiedehammer. Weißt du was, ich gebe dir alle Schmiedehammer. Grisha. Du gehst mir ein bisschen auf den Sack. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also irgendwie hast du diesen Effekt auf mich. Ich weiß auch nicht. Gut. Grisha will nichts davon wissen. Daher gehen wir einfach mal... Och nö. Hieß der Command Fix Me? Der Command hieß Fix Me. Fix Me. Fixed. Solche Glitches. Und lieber Very Gemein hat aus irgendeinem Grund bei Nacht offen. Handelst du zufälligerweise mit Zutaten? Würde mich jetzt mal interessieren. Du handelst mit Zutaten, danke sehr. Liebe dich auch. Das ist aber ein bisschen niedrig. Ey, komm. Komm, die sind 600 wert. Das ist nicht mehr ein Schnäppchen, das verarsche. Komm schon. Ey, jetzt wird er aber frech. Warum ich das alles verkaufe, ist ganz einfach. Es bringt mir nichts. Ich bin kein Alchemist. Ich sag's gern nochmal. Aua. Brot möchte ich aber gern behalten. Ich glaube, das regeneriert Ausdauer oder so. Und so handelt man. Ja, wir haben jetzt wieder ein bisschen Money. Money, Money, Money. Und können jetzt... Rein theoretisch... Warum steht hier ein Pakwa einfach mal so mitten in der Gegend rum? Ohne Herr. Schon ein bisschen sehr... Kannst du mir 20 Goldstücke leihen? Ich benötige einen Trank gegen die Krankheit an, die ich mir eingefangen habe. Ich verlasse dich nun. Und lern gefälligst Grammatik. Das gilt als Kampf. Warum gilt das als Kampf? Kann ich dich töten? Ich töte gerade einen Bettler, weil er mir doof gekommen ist. Ich wollte es nur mal erwähnen. Und es ist legal. Ich wollte es nur mal erwähnen. Das dauert jetzt Ewigkeiten, weil meine Ausdauer leer ist. Aber es wird schon. Es sei denn, ich treffe außersehen eine Wache. Dann wird's nicht. Dann wird's sehr böse sein. Warte, irgend... verarschen? Wo ist der Kerl hin? Er hatte ein HP. Wo ist der Kerl hin? Ah, gefunden! So. Ich hab dich übrigens nur getötet, weil ich wegen dir nicht warten oder rasten konnte. Nimm's nicht persönlich. Warte mal, nur mal sicher gehen, dass ich kein Kopfgeld hab. Ja. Ihr sagt, ihr seid von Assassinen angegriffen worden. Nach eurer Beschreibung klingt es, als könnte es die Dunkelbruderschaft gewesen sein. Wie kommst du darauf? Ne, das glaube ich nicht. Also ich glaube, da hatte irgendein anderer Assassine die Rüstung von der Dunkelbruderschaft an. Nee, nee. Ein Ebenherz. Ja, Frage ist, wie kommen wir nach Ebenherz? Ist eine gute Frage. So, wenn ich mich recht ersinne, ist es eine Festung. Keine Stadt. Ich könnte falsch liegen, ich könnte aber auch richtig liegen. Vielleicht ist es auch eine Stadtfestung. Die eigentliche Frage ist es, wie kommen wir dorthin? Die eigentliche Frage ist es, ist immer eine Karte verzeichnet. Das wäre nämlich super. Es würde mir nichts bringen,
weil ich auf der Karte nicht schnell reisen kann, aber hey. Es ist nicht auf der Karte verzeichnet, aber ich meine, es ist irgendwie hier in der Richtung. Quatsch, eigentlich müsste es hier irgendwo sein. Wenn es einen nach... sagelt. Oh Gott. Naja, zum Festland halt bringt. Also von eben her aus kann man zum Festland per Schiff. Deswegen müsste es eigentlich in der Nähe der südlichen Küste sein. Die ich allerdings nicht komplett abklappern werde. Nur... so eine Idee. Jo. Magiergilde, genau. Ich glaube nämlich, die Typen in Caldera haben keinen Schlickschreiter. Ich habe gerade Essensreste in meinem Mund gefunden von vor mehreren Stunden. Muss ich besorgt sein? Nun gut. Aber Moor hat einen Schlägsreiter, von da geht es schon mal nicht nach Ebenherz. Satrid Mura, gehen wir mal zu Satrid Mura. Wir haben jetzt wieder Geld. Das ist super. Wolfenhalle. Wolfenhalle. Wolfenhalle ist auf jeden Fall eine Festung. Vielleicht habe ich die beiden auch verwechselt und Wolfenhalle war die Festung, die ich im Kopf hatte und Ebenherz dann nicht. Gibt es hier einen Schlickschreiter? Das ist jetzt eigentlich das, was ich nur wissen möchte. Gerne. Sehr gerne sogar. Ich hätte auch nichts gegen Shift, Boot, das mich nach Ebenherz bringt. Och Leute, Folge 6 wiederholt sich. Nicht schön. Hallo. Es ist schon lange her, dass mir ein Dunkelelf in solch einem grandiosen Aufzug begegnet ist. Ich hab dich auch lieb. Und wenn du nicht aufpasst, hat dich auch mein Schwert lieb. Bitte? Ah, okay. Ich weiß so nicht, wie da irgendein Mensch durchpassen soll, aber okay. Was tust du? Wir müssen sogar für die Leute in dieser Stadt die verdammte Tür öffnen. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich glaube, das bringt uns nach Ebenherz. Bitte, bitte, bitte. Ebenherz! Ich finde das toll. Was ich nicht toll finde, ist, dass Ebenherz und Ebenerz so gleich klingt. Es sei denn, man spricht es bewusst anders aus, wie ich es gerade getan habe. Jetzt ist die Frage... Sag mal, du siehst aber schon ein bisschen episch aus, ne? Bleib mal stehen. Sehe ich den Typen mal an. Rote Augen. Gesicht wie ein Meistermagier. Da kriegt man schon Angst. Naja. Typ. Dessen Namen ich, sobald ich ihn sehen werde, wiedererkennen werde. Templar. Der allerdings nichts zu sagen hat. Die. Besser gesagt. Und das sieht aus wie die Rüstung der Neuen aus... aus Oblivion. Knights of the Nine. Was übrigens mein Lieblings-DLC ist. Aus irgendeinem Elder Scrolls-Teil. Dann wiederum... habe ich auch nur wirklich die Oblivion-DLCs ausführlich gespielt. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Appellus Martius-Typ sein soll. Vielleicht soll ich einfach meine Wache fragen. Appellus Martius. Ihr findet ihn vermutlich in Ebenherz. Ja, wir befinden uns in Ebenherz, falls du es nicht bemerkt hast. Liebe Guard. Wo er die Ländereien inspiziert? Was heißt das denn jetzt schon wieder? Willst du mich verarschen? Was heißt denn, er inspiziert die Ländereien? Heißt er kann irgendwo in der Wildnis sein, oder wie? Das ist doch nicht dein Ernst, Leute. Also ihr macht mir das hier echt nicht einfach, oder? Ihr habt kein Interesse daran, es mir irgendwie einfach zu machen, ne? Ich hasse euch.
Ich hasse euch einfach alle. Bitte sagen mir, dass er irgendwo hier in Sichtweite ist, ansonsten bin ich richtig am Arsch. Natürlich ist er nicht in Sichtweite. Okay, ich gehe mal einfach davon aus jetzt, dass die Wachen mich missleiten wollten. Und er tatsächlich doch in der Festung ist oder irgendwo anders. Ja, immerhin verbessert sich unsere Akrobatik. Das ist doch mal schon mal was. Pelis Martius, wozu bist du und warum bist du so schlecht zu finden? Du bist doch bestimmt hierin, oder? Nö. Komm schon. Händlergilde Halle. Okanschei-Streck. Halsredoren, bla 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 bla. Alter, hast du viele Sprechpunkte? Interessiert mich leider alles nichts. Natürlich genau darüber, worüber ich mich unterhalten möchte mit dir, hast du nichts zu sagen. Appellis Matthias. Nein, bist du nicht. Sag mal, du siehst aus, als wärst du direkt aus dem 17. Jahrhundert entsprungen, ne? Naja. Nehme ich einfach mal so. Damn it. So hin. Ach, verdammt. Okay. Immer mit der Ruhe. Hier gibt's ja gar nichts anderes. Okay, mein Hintergrundbild hat sich soeben geändert. Ich meine mein Desktop-Hintergrundbild. Ey komm, hast du Appellis Martius gesehen? Warum? Hast du Appellis... Du hast Appellis Martius gesehen. Das ist doch nicht dein Ernst. Appellis Martius, bla 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 bla, Appellis Martius. Ja, toll. Super. 1A, finde ich toll. Himmels... Himmelsrand-Mission? Was? Missionen sind für gewöhnlich keine Orte. Ich wollte es nur erwähnen. Was macht Zaz hier als Wache? Was macht Captain Price hier als... Halt mir, das ist nicht Captain Price. Captain Price hatte Haare, oder? Ich weiß das nicht. Er hat die ganze Zeit eine Mütze an. Hast du Appellis Martius? Ach, komm schon. Ist das doch alles Arschlöcher, ey. Kann ich denn ernst sein? Himmelsrach, jetzt bin ich schon wieder hier reingerannt. Hier war da irgendwo ein Eingang zur Festung. Komm, hier war ein Eingang zur Festung. Hier, Garnison der Falken. Moment. Falken, bla? Was? Wo zur Hölle bin ich hier überhaupt gelandet? Ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin hier ganz falsch. So, nicht nur ein bisschen falsch, sondern ganz falsch. Oh. Ich bin direkt westlich von Vivek. Genau hier. Ja, genau hier hatte ich mir das nicht vorgestellt, aber ja, doch, so ungefähr. Warte mal, das heißt, wir müssten eigentlich Vivek sehen. Können wir mal hier westlich... Nee, östlich rausgehen. Das heißt, in diese Richtung. Doch, wir sehen nur Wasser. Hoi? Ah, da hinten seht ihr Vivek. Na, seht ihr? Da, links, links an der Seite, das ist Vivek. Jedenfalls, ein Stück davon. Vivek besteht aus sogenannten Stadtinseln. Ich weiß nicht, ob sie so genannt werden, aber so nenne ich sie. Also, ne? Super. Die Leute haben gesagt, der Typ ist ein Vivek. Er ist ein... Nee, die Typen haben gesagt, der Typ ist ein Ebenherz. Er ist offensichtlich nicht in Ebenherz. So, wer ist der Typ?
Ich lasse das nicht mehr über mich ergehen. Solch Scham, solch Pein. Solch Mobbing. Komm schon. Ich hasse euch alle, will euch alle töten. Jetzt habt ihr ein Problem, denn in ein paar Folgen werde ich Level 10.000 sein und dann werde ich diese Aufgabe erfüllen können. Und mit Aufgabe meine ich nicht Apelles Martius finden, sondern euch alle töten. Ich gehe im Moment nach Vivek, warum weiß ich auch nicht ganz. Naja. Eigentlich hatte ich ja im Sinn, Ratten zu töten anscheinend. Schilder triggern, also Schilder haben eine bestimmte Chance, einen gegnerischen Angriff komplett abzublocken, sodass man null Schaden nimmt. Diese Wahrscheinlichkeit erhöht sich, je nachdem wie gut der Schild ist und wie gut sich unsere Schildfertigkeit, ja, wie gut unsere Schildfertigkeit ist. Die Fertigkeit, Apelles Martius zu befinden, erhöht sich leider nicht, je länger wir hier rumlaufen und ihn suchen. Von daher würde ich sagen, schneide ich hier die Folge. Sage, wir sehen uns beim nächsten Mal. Oder auch nicht. Wahrscheinlich werden wir uns eher nicht sehen. Sondern ihr werdet mich hören. Und mein Gameplay sehen ist nicht dasselbe. Ganz und gar nicht. Und ich werde dann bereits beim lieben Apelles Martius, der überhaupt nicht lieb ist, mich schon befinden. Ihr seid doch echt so blöde Mist. Naja, gut. Bis dann.